Hi Leute, Ralle hier. Weiter geht's mit dem dritten Teil der spanischen Kampagne von Port Royal 4. Leider habe ich gerade ungefähr 5 bis 10 Minuten verpasst, meine Aufnahme anzumachen. Warum auch immer, muss man nicht weiter kommentieren. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe eine Aufgabe angenommen, wo ich Fleisch abliefern muss und meine Bierproduktion muss in Wallung kommen. Das heißt, ich bin jetzt hier nach Havanna gefahren und besorge mir ein paar Kleinigkeiten. Also Ziegel brauche ich auf jeden Fall. Die nehmen wir alle mit. Jawohl. Und Klotz mit Fleisch aus, das nehmen wir auch alles mit. Und dann fahren wir weiter zu den nächsten Fleischsorten. Also bis Mitte Oktober muss ich es, glaube ich, abgeliefert haben. Fleisch war hier noch in Portobello. Da fahren wir jetzt noch hin. Und gleich danach, genau, bis 19. Oktober, ja, das sollte ich schaffen. Ich fahre jetzt 6 Tage, dann ist der 2. oder 3. Oktober. Und von hier dann wieder zurückfahren, also bis zum 19. Das schaffe ich. Ja, nochmal kurz darauf zurückzugehen. War voll konzentriert, ich wollte meinen Stream starten, beziehungsweise meine Aufnahme. Hab angefangen das Spiel und vor lauter Begeisterung, na gut, wie es halt so kommt, vergessen auf Aufnahme zu drücken. Passiert, sollte nicht allzu oft passieren, immerhin wollt ihr auch sehen, was ich spiele. Aber gut, steckt mir nicht drin, ich kann es nicht rückgängig machen. Also kann ich schon, aber ich möchte jetzt nicht nochmal den Spielstand von vorne anfangen. Also, beziehungsweise seit dem letzten Laden. Nee, mache ich nicht. Die 5 Minuten werden wir überleben. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich gemacht habe. Sisal habe ich gar nichts gemacht. Ich war hier in Campeche. Da habe ich ja schon meine Getreideproduktion. Und da habe ich jetzt hier noch für Bierproduktion gesorgt. Also, sprich, ich habe ja Brauereien gegründet. 4 Stück, die noch aufgebaut werden. Dazu muss ich noch liefern 123 Steine. Ja, habe ich jetzt schon im Schiff. Und gleich nachdem ich Portobello war und Fleisch eingeladen habe, fahre ich hier wieder zurück und gebe sowohl das Fleisch als auch die 100. Nein, die gebe sowohl die 100 Fleisch als auch die Ziegelsteine ab. Dann können meine Brauereien gebaut werden. Jetzt könnte ich noch mal kurz schauen, wie es ausschaut mit Arbeitskräften. Auslastung 100%, Arbeitssuchende 5, das ist jetzt nicht wirklich viel. Ich hoffe, dass hier was gebaut wird. Sonst habe ich zwar genügend Arbeiter. Nicht genug Arbeiter, habe ich genug Betriebe, aber eben keine Arbeiter dafür. Dieses Wohngebiet bietet nach Abschluss aller Baumaßnahmen für 140 Bürger Platz. Okay. Ah, cool. Teilweise sind sie hier schon am Aufbauen von meinen Betrieben. Das ist gut. So, da bin ich voll ausgelastet mit Bier. Noch im Aufbau. Getreide kann ich ja von meinem Lagerhaus nehmen. Sollte ich aber vielleicht mal irgendwie einstellen. Kann man das einstellen? War das mein Lagerhaus? Rathaus der Stadt? Kleine Lagerhaus. Handel, Verwalter, ne, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, Lagerbestand 135, das heißt Änderung pro Tag durch eigenen Betrieb. Annahme von produzierten Waren, Abgabe von Rohstoffen. Waren von Handelsrouten annehmen und Abgabe an Handelsrouten, also das kann ich machen. Annehmen durch natürlich nichts. Und ja, genau. Was wollte ich? Bier will ich produzieren. Bier war oben. Bier war hier. So. So nimmt der das Lager die Waren an, die deine Betriebe in der Stadt produzieren. Okay. Ist aktiviert? Lassen wir aktiviert. So dürfen deine Betriebe Waren aus dem Lager entnehmen, die sie als Rohstoffe benötigen. Auch in Ordnung. Gerade hier. Dann haben wir hier, oder halt bei Bier. Nimmt nur dann Waren von Handelsrouten an, wenn diese Checkbox aktiviert ist. Benötigte Rohstoffe meldet das Lager automatisch bei Handelsrouten an. Ja gut, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir ausmachen. Und hier,
dürfen Handelsrouten diese Waren aus dem Lager entnehmen? Das ist natürlich so, das lass mal. Okay. Ich glaube, es auch noch 2,5 Tage auf See. 123. Wie schaut es da oben aus mit dem? Okay, ich würde hier ganz selber was bauen, aber irgendwie bin ich noch nicht so weit, wa? Kleiner Kapitän, Ich Unternehmen. grüße euch. Nationen, Piraten, Ruhm. Verwaltung einer Stadt beantragen. Kampesch. Du benötigst 500 Arbeiter in einer Stadt, bevor du deren Verwaltung beantragen kannst. Derzeit 160. Okay, schauen wir nochmal nach Kampesch. Kampesch. Stadt, Produktion 160. Genau. Sieht man das auf der Seite auch irgendwo? Das sieht man nichts, was ich habe. Nee. Nee. Also ich muss mal selber zusammenreimen hier. Ja, genau, also das sehe ich. Ich habe hier 160, da habe ich nichts, nichts und nichts und nichts. Ah, das ist gerade neu gekommen, oder? Okay. Ah, mein Schiff ist, glaube ich, fort. Der Hurricane, wo will die hin? Hallo! Ah, du solltest doch hier runter nach Puerto Bello. Mensch. Der hat viel Zeit verloren. Mensch, Hurricane. Ist das mein Konvoi? Also einer meiner Konvois. Was macht der so? Letzte Tour pro Tag. Alle Touren. Okay. Nicht so die Welt, aber immerhin. Okay, also. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Produktion. Handel. Handel, Handel, Handel. Ich brauche auf jeden Fall. Hallo? Auf jeden Fall brauche ich Fleisch noch ein bisschen. Ja, nehmen wir alles mit. Kann nicht schaden. Und dann nehmen wir auch mal alles mit. Wir haben ja gesehen, das ist absolute Mangelware. Und dann wieder ab nach Kampesch. 7 Tage. 7, also der 12. Und ich muss fertig sein bis zum 19. Das lang, Dicke. Okay, der Betrieb, das war meine. Wie weit seid ihr hier? Eine ist fertig. Gut. Wie schaut es da aus? Okay, brauchst nichts mehr. Aber hier. Schön, brauchen wir auch nichts mehr. Gut. Es ist. Ja. Halb so wild. Ich habe alles, was ich brauche. Gut. Alles bestens. Okay. So, Logbuch schauen wir nochmal neu. Ich habe einen Betrieb. Produktion. Bier produziere ich. Okay. Das wird dann auch der letzte Teil der Aufgabe erstmal sein. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Muss ja eigentlich nur noch eröffnen. Ein Tag, ein Tag. Und nochmal ein Tag. Also ich habe es eigentlich gleich geschafft. Und dann schauen wir mal, wie die Kampagne weitergeht. Gewinn insgesamt. Okay.
Okay, 700.000 Gewinn. Da habe ich ganz schön rausgehört, ha? Und der hat noch nicht viel gemacht. Wie ich sehe, habt ihr euch für einen Standort für die Bierproduktion entschieden. Bier ist eine wichtige Ware. Vor allem für die hart arbeitende Bevölkerung kleinerer Städte. Mit eurem wachsenden Ruhm und Gottes Segen, der augenfällig auf euch ruht, ist die Heilige Krone geneigt, euch mehr Privilegien einzuräumen. Konzessionen oder besondere Schiffe. Ihr könnt vielleicht sogar die Verwaltung weiterer Städte übernehmen. Um euren und auch meinen Ruhm in Spanien weiter zu mehren, solltet ihr Kolonialwaren in meine Stadt liefern, von wo aus sie mit der Schatzflotte nach Europa verschifft werden können. Mit Gottes Segen werdet ihr solche Waren in eurer Heimatstadt produzieren und dann an meine Stadt verkaufen. Sehr gut. Ihr kommt voran. Ihr solltet wissen, jede Nation schickt monatlich ihre Schatzflotte von Europa zur Stadt des Vizekönigs. Je mehr Kolonialwaren sie dort einsammeln kann, desto mehr neue Arbeitskräfte lädt sie aus. Okay, schauen wir mal. Du verfügst in Sevilla über 4 Betriebe zur Produktion von Baumwolle. Habe ich schon gemacht. Du verfügst in Sevilla über 4 Betriebe zur Produktion von Tabak. Und du hast an Maracaibo 500 Kolonialwaren geliefert. Baumwolle, Tabak, Kaffee und Kakao. Also Baumwolle mache ich ja. Und Tabak. Ja gut, soll ich ja sowieso machen. Verkaufst du diese in der Stadt eines Vizekönigs, so steigt dein Ruhm in deiner Nation. Das heißt, ich mache Baumwolle. Echt? Habe ich da Baumwolle? In Sevilla? Wirklich? Wo ist Sevilla? Sevilla ist hier, oder? Habe ich da echt Baumwolle? Wahrhaftig. 4 Betriebe, die ziemlich am Zahnfleisch gehen, aber okay. Baumwolle. Bedarfswaren. Export. Da habe ich im Lager 183. Das heißt, wenn die Campeche dann mal angekommen ist, dann werde ich... Wo ist denn die Campeche überhaupt? Irgendwo weiter unten wahrscheinlich. Da ja. Ah, die Campeche. Schmarri, die Campeche. Campeche. Fährt nach Campeche, die Hurricane. Ah, okay. Wenn ihr dann da ist, fahre ich nach Sevilla. Lad dort alle Baumwolle ein, die ich habe. Und fahre nach Maracaibo. Verkaufe sie und hoffe, dass ich damit gutes Geld mache. So. Schau mal, Sevilla. Was soll ich noch machen? Tabak soll ich noch anbauen. Können die Tabak überhaupt machen? Nö. In Sevilla 4 zur Produktion von Tabak. Kann ich da überhaupt irgendwas machen, was nach Tabak ausschaut? Okay. Na gut, komm, dann bauen wir gleich mal, solange wir noch ein bisschen Geld haben. Tabak, 23.000. Holz und Stein. Okay, Stein habe ich ja genug im Schiff. So. 1, 2, 3, 4. So, okay. So, das Holz jetzt lassen wir machen. Und Steine liefere ich dann von hier aus. Also vom Schiff aus, da habe ich ja genug auf Lager. Oder im Schiff. Da habe ich ja 206. Das geht schon. So, die Hurricane ist da. Ich muss also das Fleisch verkaufen. Klar zum Ändern Taktik gehalten, gut. Kraken. Welche Kapitänstaktik oder? Hm.
dazu ändern da. Starte das aktuelle Schiff in einem Enterkampf, so erhält die Mannschaft einen Bonus von 20%. Okay, ranhalten. Okay. Okay, mit dem Rest fahren wir jetzt nach Sevilla. Komm, ich gehe daher. Und liefere eben meine Steine. Das war meine Baumwollplantage. 130 Steine brauchen wir danach. Der ist mehr oder weniger fertig. Hat Sevilla Arbeiter, Arbeitssuchende 0. Ja, schön. Ja, oh gut. Ist inzwischen schon ein bisschen besser geworden. Warenhandel. Von den 68. Okay. Ich könnte jetzt spaßhalber mal da drüben einen Verwalter einstellen, oder? In Campesch. Wie viel habe ich denn im Lager in Campesch? Ich habe. Puh, ganz schön viel. Kann ich da was verkaufen? Hahaha. 33, 43 ist es wert, das heißt, ich kann da zumindest mal alles verkaufen, was ich habe. Okay. Wie schaut es mit Bier aus? Das kann ich genauso machen, oder? Okay. Zumindest soweit läuft es mal. Noch eineinhalb Tage bis Sevilla. Da ist die Hurricane. Ruhmpunkte, drei Stück. Okay, Kapitänslizenz habe ich nicht. Logbuch, Konvoi, Städteliste. Unternehmen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich grüße euch. Ruhm, ich habe drei Punkte. Okay, ich müsste also Baumwolle und Tabak liefern. So. Ausladen wollte ich hier die Steine. Und hopp. Schauen wir mal, ich habe hier vom Lager ins Schiff. Menge im Lager, ins Schiff. Ist da noch was? Nee. Okay, dann fahren wir mal Richtung Maracaibo. 10 Tage. Okay. In der Zeit werden wir uns noch mal ein bisschen hier um die Geschichten kümmern. Der braucht 3 Tage und die brauchen alle 9 Tage. Dann sind sie durch. Und produzieren dann hoffentlich genügend Bier. Nein, Bier hoffentlich überhaupt nicht, sondern Tabak. Da gibt es irgendwelche Probleme. Ja, es ist einfach nicht genügend. Ich muss vielleicht dringend noch Arbeiter mitbringen. Und den Sevilla ausladen. Sind da Überbrüche da? Ne, gar nichts. Die Stadt 87% Auslastung.
2000, das heißt 100. Ich könnte bestimmt 400 mitbringen. Ja, werden wir sehen. Einwohnergrenze erreicht, da eine kleine Kirche fehlt. Und sonst halt der Kirche bauen, Himmel, Herrgott. Was sind jetzt anstellen? Wo ist denn die Kirche? Kann ja nicht bauen. Kleine Kirche, kleine Kirche. So, kann ich den machen? Ja, aber holla. Als Verwalter dieser Stadt solltest du den Bau dieses Gebäudes möglichst bald in Auftrag geben. Naja, dann sagt es halt gleich. Oh, kleine Kirche, kleine Kirche. 45.000, das machen wir doch. Machen wir gleich hier. So, was fehlt noch? Nix. Alles da. Super. Schauen wir mal, wie schaut es mit Wohnraum aus? Auslastung Wohnraum. Okay. Da werden wir gleich einmal noch Wohnraum dazufügen. Wohngebiet. Taverne haben wir doch bestimmt, oder? So, schauen wir mal. Die Taverne habe ich schon, genau. Kapelle habe ich gesehen. Parkanlagen, okay. Marktplätze. Hospital. Kleine Markthalle. Habe ich schon kleine Markthalle? Das Rathaus, Lagerhaus, Baumeister, großer Marktplatz. Taverne, Schneiderei, so kleine Markthalle. Ist das Abreise, Betriebe? Okay, würde ich sagen. Machen wir erstmal kleine Markthalle, ne? Kleine Kirche, Rathaus, großer Marktplatz, Baumeister, kleine Lagerhaus, Wohngebiete. Okay, was machen wir? Wohngebiet auf jeden Fall mal. Okay, die Hurricane ist gleich da. Wir fährt nicht schon wieder nach Sevilla. Ach komm. Das nervt mich ein bisschen. Aha. Quälst du in Maracaibo nicht? Fahren wir halt nochmal 10 Tage dann runter. Abwählen. Das kann da mal nichts mehr passieren. Schauen wir mal. Campeche. Was haben wir hier?
Okay, ich habe im Lager so und so viel, die verkaufe ich da. Und dann habe ich hier noch 121 Bier. Die verkaufe ich auch. Läuft der eigentlich? So, jetzt schauen wir mal schnell, wo meine ganzen Schiffe sind. Das ist die Hurricane. Da ist eins. Das hat es geladen. Obst und Gemüse. Und das zweite Schiff ist. Gott segne euch. Ihr findet gewiss noch einen weiteren Ort, der sich für die Produktion von Kolonialwaren eignet. Bin ich erschrocken? Was haben wir da jetzt? Okay, Tabak. Puerto Cabezas oder Cabezas, Cabezas. Kaffee und Kakao, okay. Habe ich knappe 2 Jahre Zeit. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Geschichte mit dem einen. Route, aktiv, Bilanz. Okay, mein zweites Schiff ist da oben. Genau. Was hat das geladen? Was hat geladen? Oh, alles Mögliche. Verkauft es sowas? Ja, okay, macht doch einiges an Gewinn. Schon da? Cool. So, dann laden wir mal aus. Wir haben zum Ausladen. Was haben wir da eigentlich jetzt runtergebracht? Darf ich hier nicht handeln? Doch, Baumwolle. Okay. Komisch. So. Ist mal egal. Habt ihr verkauft? Müsst sicher. Gleich. Setzt euch und trinkt eine Cerveza mit mir. Hier irgendwo. Ah, genau. So, und mitnehmen tue ich sämtliche Arbeiter. Naja, sämtliche nicht. Wie gesagt, 200 kann ich mal mitnehmen. Da schauen wir natürlich auch gleich mal hier. 2800 pro Tag, das ist ein Haufen Holz. Muss ich schauen, dass ich möglichst schnell nach Sevilla komme. Sechs Tage knapp, okay. So, produzieren tun wir hier Tabak. Oh, immerhin ein Mitarbeiter. Ah, gut. Und da haben wir ein bisschen was. Ah, okay. Das heißt, es hat sich schon ganz schön was getan. Sind die Häuser auch schon belegt? Das habe ich, glaube ich, gemacht. 98% bewohnt. Derzeit unbewohnt, okay. Aber vielleicht sollte ich trotzdem nochmal ein Haus bauen.
Ich sollte mich bloß finanziell jetzt nicht übernehmen. Ich sollte mal wieder ein bisschen darauf schauen, dass ich auch Geld mache. Kein Patch, genau. Das heißt, egal wie viel, ich kann es immer verkaufen. Kann ich meinem Lager auch sagen, mach mal zu? Annahme von produzierten Waren? Naja gut, theoretisch kann ich es jetzt schon sagen. Das ist Abgabe von Rohstoffen, das ist klar. Wenig Wohnraum, aber hier kann ich nichts ändern. Genau. Das kann laufen. Wie schaut es denn hier aus im Vergleich mit Sevilla? 3000, okay. In Sevilla sind wir bis jetzt bei 2400, gut. So, warten wir mal schnell auf die Hurricane. Die ist, wie man unten sieht, mitten in der Karibik. Der Karibischen See, keine Ahnung, wie heißt das Meer? Karibischen Ozean? Nee. Das Mittelmeer der Karibik. So, da kommt sie schon an. Ich sollte vielleicht auch mal reparieren gehen. Hallo? Wo willst du hin? Sevilla, haben wir gesagt. So. Wir laden unsere Arbeitskräfte aus. 200. Alle da. Und dann sollte sich hier Arbeitssuchen 200, genau. Und sollte sich hier zeitnah was ändern. Und zwar sollte der hier endlich mal ausgelastet werden. Und da muss dringend was gemacht werden. So, was produziere ich hier? Ich produziere Baumwolle. Und ich produziere etwas Tabak. War jetzt einmalig, um wieder ein bisschen Geld zu haben, und jetzt kümmern wir uns willkommen wieder im Namen des Königs. Kümmern wir uns wieder um die Krone. Ruhmpunkte, okay. Das heißt, ich werde jetzt alles Mögliche an Baumwolle und Tabak nehmen und da reinstopfen. In der Zeit schaue ich mal, wo ich Kaffee produzieren soll. Da soll man es machen, genau. Kann ich hier schon was überhaupt machen? Habe ich da schon eine Konzession? Ich darf handeln. Okay. Und die machen beides. Ja, okay. Dann steht dem ja eigentlich nicht viel im Wege. Ja, das hier war es wieder 4. 4 wird langsam langweilig. Vor allem kostenintensiv. Produktion. Wie viele Betriebe gibt es? 2 Kakao und 2 Kaffee. Okay, dann bauen wir doch mal. Ach, ich muss mir eine Baugenehmigung holen. Stimmt.
So, was braucht ihr denn? Ah, so ein Zufall. Getreide zum Beispiel. Wie schaut es denn mit den anderen Sachen aus? Mit. Ja, nicht ganz. Und Tabak. Tabak könnte ich auch bieten. Komm, liefern wir euch Tabak. Ich muss dringend abwählen, wenn ich mit dem Schiff fertig bin. So geht es nicht weiter. So. Vom Lager aufs Schiff, das war Tabak auf jeden Fall. Tabak. 5. Dann kommen wir mal Baumwolle auch noch mit. Viel habe ich jetzt gerade nicht produziert. Dann fahren wir noch rüber. Holen da drüben auch noch ein bisschen was. In Kampesch. Silja 240 und 160, ja, läuft doch. Stadt ist voll. Das heißt, ich sollte Wohnraum bauen. Echt? Da hinten habe ich gebaut. Okay. Jetzt können wir nochmal Wohnraum. Können wir gleich hier machen. Das wäre eine Großstadt, glaube ich. Ja, kein Wohnraum. Dann mach was. Sprech mit deinem Stadtverwalter. Der muss da was machen, dass man hier weiterkommt. So, da könnte man theoretisch auch Kaffee machen, aber ich mache das jetzt so in Puerto Cabezas. So. Land vom Lager wollte ich so rausnehmen. Was haben wir denn? Da haben wir irgendwas. Und den Rest machen wir mit Bier voll. Und dann kann die Hurricane fahren nach Puerto, wie auch immer. Ich kümmere mich hier noch ein bisschen um meine Produkte. Verkauft die noch günstig. In Sevilla habe ich im Lager. Na doch, auch ein wenig was inzwischen, aber das kann ich nicht mehr mitnehmen. Dann verkaufen wir das auch. Zu wenig Wohnraum in Sibylla. Ja, toll. Ist ja nicht zu 100% belegt. Okay, bauen wir nochmal Wohnraum. Wohnraum.
Da bist du erst. Okay. Hab dich für Phil weiter unten vermutet. Die macht nicht viel, aber sie macht stetig Gewinn. Und was mein nächstes Schiff noch? Da ist eins und da oben ist eins. Die Bilanz. Okay. Kann sich sehen lassen. Ist immer rabbelvoll. Vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen was zufügen. Sind schon da. Habe ich irgendwie verpasst. So. Was brauchen wir denn? Irgendwas, was kleiner als. Oh, super. Schon ist alles nichts mehr kleiner als 2. Da haben wir es doch. Mal sämtliche Baumwolle mal abliefern. Hat es was gebracht? 66%. Warten wir einfach ein bisschen. In der Zwischenzeit schaue ich nochmal darauf. Schaut hier mit meinen Betrieben aus. Produzieren schön fleißig. 461, jawohl. Könnte ich theoretisch auch alles verscherbeln. Ich mache jetzt mal was. Ich setze jetzt meinen Verwalter an. Kleine Lagerhaus. Handel. Stell dir einen Verwalter ein, wenn dein Lagerhaus zusätzlich mit der Stadt handeln soll. Du kannst dann Preise und Mengen für den automatischen Handel mit der Stadt festlegen. Verdoppelt die Kosten des Lagerhauses pro Tag. Okay. Das heißt, das Lagerhaus kostet nämlich 250. Kosten pro Tag 3000 und 2000 sind also 5000. Das heißt, ich mache, so wie es auch schon, 26 Einheiten pro Tag. 26, wenn ich es mit 10 Gewinn verkaufe, sind es 260, das ist nicht wirklich viel, ne? Kosten pro Ware, wenn ich das an die Stadt verkaufe. Das war Tabak. 73 haben wir. 73 Tabak. Tabak hat einen Preis von 86. Das heißt 14 Gewinn pro Stück. 14. Mal 10 sind 114. Das ist nicht viel Gewinn, oder? Ach so, nein, 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 warte mal. Das ist. Ja, hahaha. Produktion. Wir haben Tabak 73. Das sind die Kosten hier für alle und das ist pro Stück. Genau. Das ist. Ach, Geschmack. Vielleicht viel mehr her. Okay. Dann kann ich Verwalter einsetzen. Komm, das mache ich. Handel. Verwalter einstellen. Ich mache hier die 2. Kaufen von der Stadt gar nichts. Verkauft die Ware an die Stadt, wenn davon mehr als 0 eingelagert sind und der Preis höher ist als das. Und der Preis höher ist als 96. Okay, 96 und 72. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Schauen nochmal da rein.
96 und 72. Kann ja theoretisch auch, wenn wir 86, wenn wir 88 machen und 66. 88 und 66. Und 88. Abgabe von Rohstoffen. Das war mal. Okay. Sollte eigentlich laufen, oder? Einigermaßen. So, die Hurricane ist da. Jetzt haben wir warten ein wenig. Schaut's denn aus? Eins, genau. Kauf mal irgendwas. Okay, Nemico. Gut, die haben wir schon mal. Allerdings glaube ich, dass ich die jetzt mal nicht kaufe. Macht auch relativ wenig Sinn im Moment. Ganz einfach, weil mir das Geld fehlt. So, dann fahren wir nochmal Maracaibo. Bier ist keine Connolly. Setzt euch und trinkt eine Servi. Nein. Kolonialware, so heißt's. Schauen wir noch mal nach Sevilla. Da wird noch gebaut, da hinten wird auch gebaut. 100% Auslastung, das ist der Hammer.
Seuchen gefahren, 79%. Kann ich da Hospital machen? Brauche ich da noch eins auf jeden Fall? Taverne, Kapelle, Weberei, Obstplantage, Schneiderei. Schaut nicht so aus. Schauen wir mal, wie viel das Ding wirklich kostet. Pro Tag. Werft. Bauauftrag.
13 Tage sind so 140, 150.000 Gold. Okay. Die müssen wir auch erstmal machen. Schone oder Schlaloppe? Okay. So, was wollte ich jetzt hier? Ich wollte handeln mit dem Ort, mit Maracaibo. Ich wollte. Was abgeben? Ich wollte Bier abgeben. Und vor allem ganz wichtig: nichts mehr weiter. Baumwolle? Hatte ich nicht Baumwolle? Okay. Das hat jetzt, glaube ich, der Krone nichts gebracht. Letzten Mal? Ne, gar nichts. Okay, ich glaube, jetzt mache ich mal. Mache ich noch irgendwas? Ne. Braucht die Werft. Auftragsliste. Status in Arbeit. Okay, hat praktisch alles. Gut. Dann fahre ich mit der Hurricane wieder zurück. Nach Capesh, hole dort noch ein bisschen Ware. Ich könnte es eigentlich auch automatisch machen lassen, oder? Handelsrouten. Neue Route. Die nehmen wir mal. Baumwolle. Route bearbeiten. Als erstes mal hier Baumwolle. Was hat man da drüben? Campesh? Hat man letztendlich nichts. Tabak haben wir da noch, genau. Okay, und dann als nächstes fahren wir nach Maracaibo. Okay. Aus. Wir machen also. Einladen. Und einladen. Und dann gehen wir nach Maracaibo und tun hier verkaufen und verkaufen. Und zwar egal. Übernehmen. Da tun wir die Hurricane nehmen. Zuweisen. Wurde aktiviert. Ach, die ist schon unterwegs. Ja klar, ich habe sie nach Campbell geschickt. So, die Route aktiv. Dauer nix. Städte 2. Okay. Schau ich mal nach Campesh. Mal ein bisschen was verkaufen.
Weil ich muss ja schauen, dass ich Geld bekomme. Okay. Das ist ja schon wieder am Limit. Das ist ja der Hammer, was der hier am Limit ist. Wohngebiete. Jetzt geben wir langsam das Geld aus. Wie viel haben wir denn hier auf Lager, dass ich verkaufen könnte? Ich könnte mal locker 200, 300 verkaufen. Okay. Auf Betriebe errichten. Einmal Kakao und einmal Kaffee, würde ich sagen. Schaut es denn hier mit Arbeitskräften aus? Oh ja. Einmal Kakao, einmal Kaffee. Das kriegen wir hin. Kakaoplantage. Die machen wir mal daher. Eine Kaffeeplantage, warten wir noch mal kurz. Baumwolle, Baby, Tabak, Kaffee und Kakao. Gut hier bearbeiten. Dann gehen wir noch nach daher. Das schiebt man da dazwischen. Ah, nicht ganz so hoch. So langs. Und da übernehmen wir noch nichts. Okay, dann lassen wir das noch und machen es so, wie es jetzt ist. Allerdings könnte ich die Route dabei anpassen. Tage hängen der jetzt aber hier durchfährt und hier und
Ist es nicht schneller als vorher? Lass mal so. Hilft dir nichts. Okay. Schaut's nun mit dem Schiff aus. Auftragsliste 56% Dezember. Fertigstellung, jawohl. Wenn der andere das nächste Mal in Maracaibo ist, dann werde ich da die Flotte erweitern. Ja, genau. Kommt der andere dazu und nochmal hier ein bisschen mehr Platz noch. So, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, die Zeit ist rum. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ist also auch in der dritten Session, in der dritten Stunde der Kampagne für mich immer noch ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, ich fuchse mich da schon rein und ja, kriegen wir hin. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns am nächsten Wochenende wieder. Bis dann. Tschüss.